CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, auch wenn die aktuelle epochale Herausforderung der Flüchtlingskrise viele andere wichtige innenpolitische Themen verdrängt, dürfen wir eines nicht außer Acht lassen. Die Gefahr des islamistischen Terrorismus ist nach wie vor nicht gebannt. Ganz im Gegenteil, der islamistische Terrorismus hat Europa erreicht, ja, er hat Deutschland erreicht. Die Zeit ist ja in den jetzigen Tagen und Stunden sehr schnelllebig, sodass man viele Ereignisse ja sehr schnell wieder verdrängt. Aber es ist noch gar nicht viele Monate her. Da hat Anfang Januar ein schrecklicher Anschlag von einer Terrorzelle zu mehreren Toten geführt. 18 Menschen haben das Leben verloren im Rahmen der Angriffe auf Charlie Hebdo und auf einen jüdischen Supermarkt. Es gab daraufhin Anschläge in Kopenhagen. Es gab einen geplanten Anschlag auf ein Radrennen in Frankfurt-Eschborn am 1. Mai dieses Jahres. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, es ist nur einer glücklichen Fügung zu verdanken, dass in den Sommermonaten ein geplanter Anschlag in einem Thaliszug rechtzeitig noch verhindert werden konnte. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, und erst vor wenigen Tagen kam eine Passagiermaschine kurz nach dem Abheben von Sharm el-Sheikh zum Absturz. Und die ersten Erkenntnisse deuten zumindest darauf hin, dass ein terroristischer Anschlag nicht ausgeschlossen werden kann. Das zeigt, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir sind nach wie vor im Fokus des islamistischen, dschihadistischen Terrorismus. Es gab bislang aus Deutschland bekanntermaßen 750 Ausreisen von Dschihadisten nach Syrien in den Irak. 200 in etwa davon sind mittlerweile wieder zurückgekehrt. Und ich glaube, wir müssen bei aller Konzentration derzeit auf die wichtigen Themen, um die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen, uns auch verstärkt darauf fokussieren, was wir noch tun müssen, um diese anhaltende Gefahr durch den islamistischen Terrorismus auch effektiv bekämpfen zu können. Und dafür, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, bin ich fest überzeugt, brauchen wir ein Bündel von Maßnahmen, sowohl im präventiven Bereich, aber auch im repressiven Bereich. Im präventiven Bereich geht es vor allem darum, im Bereich der Deradikalisierung dafür zu sorgen, dass es überhaupt gar nicht dazu kommt, dass Menschen, die leicht verführbar sind, die vielleicht gewisse Brüche in ihrem Leben erlitten haben, in ihrer Vita, willfährige Opfer werden von Islamisten. Da sind die Länder gefordert, da ist der Bund gefordert, da ist natürlich die Gesellschaft insgesamt auch gefordert. Wir müssen aber daneben auch mit Vereinsverboten agieren. Ich bin unserem Bundesinnenminister sehr dankbar, dass er am 12. September letzten Jahres den sogenannten Islamischen Staat verboten hat, die Betätigung für den Islamischen Staat, die Sympathiewerbung in Deutschland verboten hat. Und wir werden mit Sicherheit auch in Zukunft noch weitergehende Vereinsverbote auch in diesem Bereich prüfen müssen und auch erlassen müssen. Wir haben aber auch, und das glaube ich ist durchaus auch erfreulich, mit wichtigen gesetzgeberischen Maßnahmen sehr schnell auf diese gestiegene Gefahr durch den islamistischen Terrorismus reagiert. Wir haben ein Gesetz in der Großen Koalition verabschiedet, dass es nunmehr auch möglich ist, nach den gleichen Regularien, nach denen in der Vergangenheit schon der Reisepass entzogen werden konnte, jetzt nun auch der Personalausweis entzogen werden kann, wenn klar ist, dass jemand die Ausreise plant nach Syrien in den Irak, um sich dort dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Wir haben gesetzliche Verschärfungen vorgenommen im Bereich der Terrorfinanzierung. Wir haben gesetzliche Verschärfungen vorgenommen, was die Strafbarkeit der geplanten Ausreise aus Deutschland anbelangt, im Bereich des § 89a und 89c des Strafgesetzbuches. Das alles waren wichtige Maßnahmen. Aber ich möchte, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch gar nicht verhehlen, es wird auch noch weitere Maßnahmen bedürfen. Und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, sehr einvernehmlich in der Regierungskoalition sich darauf zu verständigen, dass wir das Terrorismusbekämpfungsgesetz, das kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 geschaffen wurde, jetzt um weitere 5 Jahre verlängert wird. Die Befristung läuft noch bis zum 10. Januar des nächsten Jahres und es beinhaltet ja vor allem nachrichtlichendienstliche Auskunftsbefugnisse gegenüber Reiseunternehmen, gegenüber Fluggesellschaften, gegenüber Kreditinstituten, gegenüber Telekommunikationsdienstleistern.
Und es wird ja sehr schnell jetzt dann auch wieder von Seiten der Opposition behauptet werden, naja, wir leben in einem Überwachungsstaat, hier ist eine vollkommen übermäßige Totalüberwachung der Gesellschaft vonstatten gegangen oder es gibt hier eine massenhaften Missbrauch dieser Maßnahmen. Wir haben richtigerweise dieses Gesetz evaluieren lassen durch das Institut in Speyer, das sich versiert hat auf die Gesetzesfolgenabschätzung. Und es kam zu dem Ergebnis, nachdem der Zeitraum zwischen November 2013 und November 2014 untersucht wurde, dass in sehr maßvoller, in sehr verantwortungsvoller Weise von diesen Auskunftsmöglichkeiten für die Nachrichtendienste Gebrauch gemacht wurde. In dem benannten Zeitraum von genau einem Jahr kam es insgesamt zu 72 Auskunftsersuchen. Und ich glaube, das ist eine Größenordnung, die klar macht, dass hier keine massenhafte Totalüberwachung des deutschen Volkes stattfindet, dass aber diese Auskunftsersuchen durchaus auch selektiv, in wenigen Ausnahmefällen durchaus zielführend sind. Es gab zum Beispiel in einem Fall auch konkrete Möglichkeit, aufgrund dieser Auskunft, die gegeben wurde, einen Täter der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation zu überführen. Also man sieht ganz klar, aufgrund des Evaluationsberichtes des Institutes für Gesetzesfolgenabschätzung in Speyer, dieses Gesetz hat sich bewährt, es ist richtig und es ist vor allem auch von unseren Sicherheitsbehörden, von den Nachrichtendiensten in sehr verantwortungsvoller Weise angewandt worden. Sehr wichtig ist es für mich auch zu erwähnen, dass dieses Gesetz auch die Möglichkeit umfasst, Ausschreibungen im Schengener Informationssystem vorzunehmen. In dem genannten Evaluierungszeitraum sind insgesamt 329 Ausschreibungen in verdeckter Weise, vor allem durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, vorgenommen worden. Auch dies ist eine wichtige Maßnahme, dass die Nachrichtendienste jemand verdeckt zur Fahndung oder zur Beobachtung ausschreiben. Das war zum Beispiel ja auch wichtig im Fall des Herrn Nimusch, der dann leider den schrecklichen Anschlag auf das jüdische Museum in Brüssel unternommen hat, der beispielsweise durch die französischen Sicherheitsbehörden zur verdeckten Beobachtung ausgeschrieben worden war. Wir werden jetzt im laufenden Gesetzgebungsverfahren noch zwei Änderungen mit vornehmen, die kleine materielle Änderungen darstellen. Zum einen mal wird auf Betreiben und auf Begehr des Bundesverteidigungsministeriums eine Ausnahmemöglichkeit geschaffen, dass Drittpersonen, also Nicht-Angehörige des Bundesverteidigungsministeriums, die temporär tätig werden zum Zwecke des Sabotageschutzes, nicht sicherheitsüberprüft werden müssen, wenn die Anstellung nicht länger als einen Zeitraum von einem Monat umfasst. Und die zweite Änderung, die wir jetzt hier noch materiell an diesem Gesetz vornehmen, betrifft die Auskunftsersuchung gegenüber Grundbuchämtern. Da ist es so, dass in Zukunft der Betroffene nicht mehr informiert werden muss, wenn hier ein Auskunftsersuchen beim Grundbuchamt erfolgt. Bisher war es so, dass nur wenn Strafverfolgungsbehörden Auskunftsersuchen getätigt haben, dann der Betroffene aus nachvollziehbaren Gründen zunächst nicht über dieses Auskunftsersuchen informiert wurde. Ich glaube, auch dies zeigt, dass wir als Gesetzgeber sehr moderat und sehr reduziert jetzt materiell-rechtlich Hand anlegen an dieses wohlgemerkt bewährte Gesetz. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es mit dazu beitragen wird, diese weitere Befristung dieses Gesetzes um 5 Jahre, dass unsere Nachrichtendienste hier auch weiterhin effektiv und ich hoffe auch im Sinne von uns allen auch erfolgreich arbeiten können. Ich möchte zum Schluss nur noch eine Anmerkung machen, die ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofes betrifft bezüglich der Verschärfungen zum § 89a StGB, die wir vorgenommen haben. Dieses Urteil vom 27. Oktober zeigt mir ganz klar, dass wir auch weiterhin gut daran tun, intensiv zu überlegen, ob man nicht auch die Sympathiewerbung für ausländische terroristische Organisationen wieder unter Strafe stellt. Das war schon der Fall. Das war bis 2002 der Fall, ist dann bedauerlicherweise von Rot-Grün abgeschafft worden. Das war damals ein Kompromiss, aber aus meiner Sicht ist die Zeit aktueller denn je, dass wir diese Sympathiewerbung wieder unter Strafe stellen. Und ich kann hier nur an uns alle appellieren, dass wir auch im Lichte dieses aktuellen Urteils des Bundesgerichtshofes diese Maßnahme auch schnellstmöglich in die Tat umsetzen und ein entsprechendes Gesetzeswerk auf den Weg bringen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Ulla Jäbke für die Fraktion Die Linke.